Die Ausstellung Berlin Wonderland Wild Years Revisited 1990 bis 96 fasst eine ganz spezifische Stimmung auf, nämlich die Berlin-Mitte nach der deutschen Wiedervereinigung. Die Stimmung zu der Zeit war geprägt von unklaren Machtverhältnissen und auch von leerstehenden Gebäuden. Ein Leerraum, ein Vakuum, das von Aktiven, von Künstlern, Kulturschaffenden oder von Squattern, wie man auch sagt, teilweise Obdachlosen, gefüllt worden ist, auch mit ihm als Lebensraum und als kultureller Raum, um sich selbst zu verwirklichen. Die Wiedervereinigung hat eine sehr große Bedeutung. Die Stadt Berlin hat dank der Wiedervereinigung und was eben diese Ausstellung auch zeigt, ein großes Maß an Kultur erfahren. Durch Personen, wenn man jetzt zum Beispiel mal das berühmte Kulturzentrum Tacheles nimmt, das würde es heute vielleicht gar nicht mehr geben, wenn damals nicht die Kultur- und Kreativschaffenden das Gebäude besetzt hätten nach der Wiedervereinigung und es so auch geschützt haben vor dem Abriss. Das ist eine von Hilmar Schmund, der, was man auch als den ersten Selfie-Stick bezeichnen könnte, hier auf einem Plastikarm eine analoge Kamera befestigt und die dann mit so einem Mehrfach-Auslösungsmodus aktiviert. Dann als Bungee runtergesprungen über den Pariser Platz. Und ja, das kann man auch als ersten Selfie-Stick bezeichnen.